Hallo, mein Lieben, das ist Susi von Mental Love. Heute geht es um echte Wertschätzung, um so richtige Dankbarkeit. Der Dale Carnegie hat es schon so nett formuliert, dass ein Grundbedürfnis von uns ist, diese Anerkennung zu bekommen, diese richtige Wertschätzung. Und das wünscht man schon als kleines Kind, dass vielleicht die Mama oder der Papa sagt, ah, das hast du super gemacht, ich bin total stolz auf dich, ich umarme dich, oh, ich drücke dich jetzt und sage, es ist super, dass es die gibt. Ich bin so richtig stolz auf dich. Und das kommt auch bei meinen Coachings, bei meinen Trainings oft raus, dass Kunden das von den Eltern, von den Großeltern, von Lehrern, dass sie sich das kleine Kind in ihnen, dass sie das schon so lange wünscht und das haben sie aber nie bekommen. Und das ist vielleicht vor einer bestimmten Person und die bestimmte Person jetzt, die oft von den Eltern ist gar nicht wirklich fähig, sowas zu sagen, oder derer fällt es einfach schwer, oder sie tickt einfach nicht so, dass sowas aussprechen kann. Und es ist dann so ein innerer Schmerz, dass das, weil sie das kleine Kind in ihnen das so wahnsinnig wünscht. Dieses, boah, das hast du super gemacht. Das bin so richtig, richtig stolz auf dich. Und die positive Seite ist, dass wir oft von genau diesen Personen unseren Antrieb bekommen. Also die sind dann oft wahnsinnig ehrgeizig oder weil sie sagen, okay, das probiere ich noch und das probiere ich auch noch und da hänge ich mich besonders rein, weil sie sich unterbewusst wünschen, dass diese Person sagt, jetzt bin ich stolz auf dich. Und das ist ein wunderschöner Prozess, das einmal zu realisieren. Und das kann man natürlich positiv auflösen. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass diese Anerkennung, diese Wertschätzung 5 bestimmten Personen, die ich wahnsinnig gern habe, das heute zu sagen. Und die erste davon ist die Kerstin Renner. Der Kerstin gehört dieses wunderschöne Café Zeitgenossin auf der Billrothstraße im 19. Bezirk. Und ich habe die wahnsinnig gern, liebe Kerstin. Ich finde es wunderschön, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Ich finde es super, dass wir ein Liebe-Leute-Treffen ins Leben gerufen haben. Das finde ich einfach genial. Und dass das erste wieder Erfolg war. Ich komme wahnsinnig gern zu dir. Du hast wunderbare, sehr, sehr köstliche Scones, die ich immer wieder jede Woche genieße. Und ja, ich schätze dich total dafür. Liebe Angelika Buchmeier, ich bin wahnsinnig froh, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir gegenseitig brainstormen, dass wir Homeoffices gemeinsam machen und nebeneinander arbeiten, dass wir Ideen besprechen, dass wir unsere Jahresplanung gemeinsam gemacht haben, dass auch jeder seine Learnings vom letzten Jahr da geteilt hat, dass ich die anrufen kann, dass du für mich da bist, dass wir diese gegenseitige Weiterempfehlung super pflegen und ja, ich drück dich. Die nächste ist die Caroline Setzer. Caro, ich hab die auch wahnsinnig gern. Fühl dich gedrückt. Du bist ein ganz lieber Herzensmensch. Und wir haben sehr viel gemeinsam schon gemacht. Ich finde es super, dass wir mittlerweile sehr eng befreundet sind. Und dass wir sogar gemeinsam Silvester gefeiert haben. Dass wir gemeinsam auf Vorträge gehen, dass wir frühstücken gehen, dass wir füreinander da sind, dass wir uns immer gegenseitig unterstützen und gegenseitig kommentieren. Und das taugt mir einfach total, dass diese gegenseitige Wertschätzung auch da ist. Liebe Monika Gundinger, du bist einfach du bist so eine liebe Powerfrau und so ein Herzensmensch. Du kennst so wahnsinnig viel Leute und hast du das aufgebaut in Horn und ich bewundere dich total dafür, das, was du da alles abgezogen hast und was du dir für Wissen angeeignet hast, was du für Ausbildungen gemacht hast. Ich habe das Coaching bei dir wahnsinnig genossen, du hast mir echt weitergeholfen. Ich freue mich auf das nächste, da das ein Kindheitsthema von mir weiter aufzulösen. Und ja, das finde ich immer wahnsinnig wichtig, dass man selber als Coach auch Coaches hat. Und du bist da definitiv einer davon. Auch mit der
mit der Gundi, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, dass wir gegenseitig erzählen, was für Techniken wir angewendet haben, was da besonders gut geklappt hat, dass wir uns gegenseitig freuen, weil jetzt wer gebucht hat oder wann ein Kunde einen Erfolg gehabt hat oder wann, ach, das ist einfach wahnsinnig schön, dass wir uns da gegenseitig hochheben, das schätze ich total. Und dafür möchte ich auf jeden Fall Danke sagen. Danke, dass ich meine Technik-Workshops bei dir machen kann in Horn. Danke für alles, danke, dass es die gibt. Und liebe Christina Strasser, ich bin total dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir einen gemeinsamen Workshop haben, den Mut zur Veränderung. Dazu gibt es bald mehr, auf das freue ich mich total, dass wir dann wieder ausarbeiten und neu starten und dieses Jahr anbieten. Und wir sind uns wahnsinnig ähnlich, ich habe dich wahnsinnig gern, fühle dich gedrückt und ich bewundere es, was du alles aufgezogen hast, was du für Reisevorträge da, mittlerweile die dritte oder die vierte, ich weiß jetzt gar nicht, dass du jetzt auch in Deutschland warst, dass du das wirklich rockst und andere inspirierst und ihnen ja, dazu verhilfst, dass die mutig sind und dafür schätze ich die total. Und möchte ein großes Danke sagen. Ja, das hat so richtig gut getan. Also wie es jetzt, mir geht das, mir tut sowas auch gut, wenn man das jemand anderem, wenn man das einfach mal ausspricht. Und dazu möchte ich dich heute ein bisschen inspirieren, dass du dir überlegst, welche Menschen haben so einen richtigen Unterschied in deinem Leben gemacht? Wer sind die Personen, die weitergebracht haben, die da jemanden vorgestellt haben, die ja durch die du dir was getraut hast, wer ist es und denen wirklich persönlich auch zu sagen, Dankeschön. Ich wünsche dir alles Liebe und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.